Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Judgment. Heute am 25. September um 9.38 Uhr vormittags. In der letzten Folge haben wir uns in das scheinbar geheime Hauptquartier der feindlichen Gang geschlichen. Also, weil unser Mandant natürlich auf unserer Seite ist, also sehe ich dementsprechend diese Gang hier als unsere Feinde an, sage ich jetzt mal. Und ja, wir haben uns hier so ein bisschen als Handwerker verkleidet und ihr wisst ja, ich habe da jetzt nochmal hinspielen müssen, weil wir wollen ja mal sehen, ob wir hier so ein bisschen was ändern können, ne? Entscheidungsfreiheitsmäßig. Und weil das Spiel halt nicht gespeichert hatte, das war natürlich auch ein Grund. Wenn er gespeichert hätte... Oh nein! Nein! Okay. Das habe ich jetzt vergessen, dass da ein Quicktime-Event war. Ich habe X gedrückt. Weil ich wollte die ganze Zeit die Dialoge überspringen. Okay. Oh, sasuke. Ja. Mir war nicht klar, dass das so einfach ist, Jungens und Junginans. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier so ein bisschen was, ob wir den Kampf verändern können. Nicht, dass ich den unbedingt verändern möchte. So, Achtung, nicht zu viel überspringen. Komisch, nicht der übliche Typ, Handwerker, ist das so, bla bla bla. So, also wir hatten ja beim letzten Mal das hier, ne? So, das mit der Operation finde ich richtig, richtig dumm. Also sage ich, dass ich von einer anderen Firma komme. Ja. ひょっとして違う業者さんも呼ばれてるんですか？うちはカムロメンテナンスっていうんですが。カムロメンテナンス？ 聞いたことないな。どうやらご依頼いただいた方はこちらにはいらっしゃらないみたいですね。なんや、俺以外に他に業者呼んだやつおったんかい。そら知らんわけやわ。今後ともご贔屓にお願いします。 Geil! Wow, ja, dann hätten wir das ja mit den Entscheidungsfreiheiten auch geklärt, aber ich kann hier nicht länger rumhängen. Ich muss mich in Bewegung setzen. Ja, schade. Ich habe ja die kaputte, zerstörte Einrichtung genossen, die wir da beim letzten Mal verursacht haben. Aber na gut, gehen wir hier mal hoch und schauen, dass wir auch in Zukunft ja, besser über unsere Entscheidungen nachdenken. Moment, was ist mit dem Schlüssel für die zweite Etage, die ich im Sicherheitsbüro gefunden habe? Ja, ich muss aufpassen, diese Gedankengänge, die gehen immer von selber weg. Das könnte funktionieren. Aber ihr könnt ja auch selber so ein bisschen lesen, ne? Die Wahl des richtigen Schlüssels. Die Wahl des richtigen Schlüssels kann eine Methode sein, um ein Schloss zu öffnen. Ey, da muss ich euch mal ganz kurz was erzählen, ne? Unsere Eingangstür unten, also nicht die bei uns direkt, unsere Haustür, sondern die Aufgangstür, ne? Die ist irgendwie ganz, ganz komisch in letzter Zeit. Da habe ich auch so ein bisschen Schlüsselprobleme, ne? Und ich habe ein bisschen Schiss, dass ich mir den abbrechen kann. Könnte. Aber anscheinend, ja, scheine ich ja der Einzige mit diesem Problem zu sein, weil das ist jetzt schon seit 2 Wochen, glaube ich, so irgendwie, ich weiß nicht. Scheint sich ja wieder mal keiner darüber zu beschweren. Fuckt mich ein bisschen ab, muss ich sagen. Nicht, dass der dann wirklich abbricht und ich dann nicht mehr reinkomme. Das wäre so dumm. Wähle aus deinen Schlüsseln den passenden Schlüssel zum Schlüsselloch und drücke die entsprechende Schaltfläche. Wenn du den richtigen Schlüssel gewählt hast, öffnet sich die Tür. No shit. Wenn du den falschen Schlüssel gewählt hast, bleibt die Tür verschlossen. No shit. Und du musst einen anderen wählen. Im Verlauf des Spiels wirst du immer mehr Schlüssel sammeln. Ey. Ich dachte, jetzt kommt Wunder irgendwas, so, ja, die Leute könnten stutzig werden, wenn du zu lange mit deinen Schlüssel testest. Nee, das ist, ja. Ab wann ist das Spiel? Ich habe so das Gefühl, als dächte das Spiel, ich würde zum ersten Mal mit einer Tür zu tun haben. Na gut, ja. Also, wir haben ja glücklicherweise nur ein... Moment, hä? Wieso zeigst du mir jetzt die Steuerung? Bist du behindert? Nee, Moment, ich habe 2. Aber wo habe ich denn 2 her? Steuerung ansehen? Naja, also ich wüsste jetzt gerne, wofür der andere Schlüssel ist. Oder hatte ich 2 eingesammelt? Scheiße, ich... Nimm mal jetzt den. Natürlich habe ich den falschen gewählt, aber ich habe trotzdem 3 Punkte bekommen. Hä, wo habe ich denn auf einmal 2 Schlüssel her? Ich kann mich nur an einen erinnern, ey. Naja, egal.
Hauptsache, es hat keiner gemerkt. Ich meine, kann ja mal passieren. Die sehen ja auch alle gleich aus, gleiche Länge, gleiche Farbe. Wieso haben die ja so am Schlüssel eigentlich immer dieselbe Farbe? Schon mal jemand darüber nachgedacht? Dieses Typ war nicht auf der Karte. Warum sind Yakuza-Büros immer so bla bla bla? Jedenfalls wird der Schlüssel von vorhin hier nicht funktionieren. Na, jetzt den anderen Schlüssel wahrscheinlich. Schätze ich, werde das Schloss einfach knacken müssen. Ich hasse diese inneren Monologe. Kannst du nicht mal warten, bis ich meine Witzeleien beendet habe, Junge? Das fuckt mich voll ab, ey. Ja, wie ging das nochmal? Zaghaft, ne? Etto. Do, what the god? Ne, Moment, X? Ne, ich... Ah, okay. Rechter Stick. Ich habe den linken nach oben bewegt. Ich verstehe das aber ehrlich gesagt nicht. Was genau mache ich hier? Also ich sorge irgendwie dafür, dass die sich in der Mitte teilen. Macht das Sinn? Hat da jemand schon mal Erfahrungen mitgemacht? Also normalerweise trete ich die Dinger mal ein. Oder ich verkleide mich als Pizzabote, warte bis sie aufmachen und schneide ihnen die Kehle durch. Deswegen kenne ich mich da leider nicht so gut damit aus. Oh, guck mal. Wie in einem Rollenspiel. Was zum... Es gibt keine Treppe nach oben. Das hier ist aber nicht die oberste Etage. Also ich meine, wie in einem Rollenspiel liegt da was. Ich muss einen Weg nach oben zum Murasee finden. Alter, ich fühle mich voll unter Druck gesetzt. Kannst du nicht laut irgendwie reden? Ja, dann, ich weiß dann, das ist kein innerer Monolog, aber... Ja, weiß nicht. Es ist halt ein lauter äußerer Stamina, okay? Ach, übrigens, genau. Das ist mir beim Kontrollieren aufgefallen, dass ich, ja, schon längst hätte mal so ein bisschen hier was aufleveln können. Also lass uns das jetzt mal hier so ein bisschen tiefgründig observieren. Wir haben 0 von 27 Fähigkeiten. Also das, was wir hier haben, das kann er halt standardmäßig. Da unten derzeitige SP. Wir haben hier einmal die Fähigkeiten, dann haben wir den Kampf und dann haben wir Special. So, ich gehe mal davon aus, dass ja sowohl Fähigkeiten als auch Special irgendwie... Also ich würde gerne erstmal was aufleveln, was irgendwie passiv hilft. So mein Leben verbessert oder so. Beispielsweise hier... Glückliches Händchen. Beim Schlossknacken wird eine Trennlinie angezeigt. Ja gut, also das ist ja auch ein bisschen behindert, oder? Ultra einfach. Vibration wird ausgelöst, wenn die Lupe sich im Suchmodus über ein Versteck bewegt. Was? Also ja, quasi, damit ich besser Sachen finden kann. Du weißt immer, welcher Schlüssel zu einer Tür gehört, die du bereits geöffnet hast. Ja, ich meine, wenn ich sie bereits geöffnet habe, ist sie doch sowieso auf, oder nicht? Beim Umgehen eines Schlosses gehen dünne Drähte seltener kaputt. Aha. Hier, Gesundheitsboost, Angriffsboost. Ach so, das geht von links nach rechts. Ich dachte von oben nach unten. Ja, erhöht die maximale Gesundheit, erhöht der Angriffsschaden, erhöht die Kombogeschwindigkeit. XP-Boost. Du hast die nötigen X... Ja, also erhöht die Erfahrung. Kann ich dann Level steigen? Balance des Tigers. Yagami wird im Tigerstil durch gegnerische Angriffe weniger leicht ins Schwanken gebracht. Schluckspecht. Erhöht deine Toleranz für Alkohol, sodass du bedenkenlos bechern kannst. Lass den Alkohol in deine Blut deinen Zorn anstachen. Die EX-Leiste fühlt sich schneller, wenn du betrunken bist. Ja... Iss mit Bedacht und sorge für eine ordentliche Verdauung. Erhalte durch Essen 10% mehr Gesundheit zurück. Ja gut, Voraussetzung ist, ich brauche mal Gesundheit zurück. Wenn ich natürlich immer voll bin, brauche ich das nicht. Ja, ich würde tatsächlich erstmal meinen Angriffsschaden aufpeppeln. Oh, das ist natürlich sehr teuer. Na egal, lass erstmal machen. Ich finde, die Gegner halten ein bisschen ein klein wenig zu viel aus, muss ich sagen. So, okay. Was jetzt? Wo soll ich hin? Ich habe hier mehrere Türen. Ich will ja irgendwie in die dritte, vierte, fünfte, achte Etage. Ne? Wobei vielleicht... nee, da geht's runter. Da geht's runter. Also wir haben hier zwei grüne Bereiche. Die ist verschlossen. Da brauche ich den Code. Alles klar, Silent Hill, let's go. Ich glaube, das war ein... Keine Ahnung, wie die Code lautet, aber ich kann einfach... Was kannst du? Er kann einfach versuchen. Was waren das wohl? 538? 550, 38 oder so, aber das wird es ja nicht sein. Hm, das hat nicht funktioniert. Ja, Alter, jetzt will er mich richtig provozieren, oder? Die Texte gehen immer schneller weg. Ich weiß, dass ich schnell reden kann, aber so schnell geht das auch nicht. Und schnell, nicht nur schnell reden, sondern auch schnell vorlesen. So, da geht's hoch. Da gibt's auch wieder Gegenstände. Ah, scheiße, da geht's nicht weiter. Hey, Bastard. Sorry. Hört sich an, als wäre da oben jemand ziemlich angepisst. Jetzt habe ich so lange vorlesen müssen, dass ich vergessen habe, dass die auch reden können. Ich muss einen Weg drumherum. Ja, fickt euch, ganz ehrlich. Was ist das, ey? Er muss einen Weg drumherum finden, alles klar. Naja, also...
Wenn ich da jetzt da runter gehe? Nee, oder? Aber ich könnte... Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Wofür? Ich weiß doch gar nicht, was ich vorhab. Was sagtest du? Dachtest du, ich gehe jetzt Kisten zählen oder was? Gab's da nicht mal in irgendeiner Serie oder so irgendjemand, der Kisten gezählt hat? Wie wäre so danach? Dicke Tür für einen Empfangsraum. Ja? Hier lässt er sich Zeit. Da komme ich ohne den Code unmöglich rein. Keine Spur von Murase. Ich muss weitersuchen. Ja, wir haben ja gehört, dass der wahrscheinlich noch eine Etage drüber ist. Moment, da kam ich her, ne? Ja, was habe ich denn noch als Möglichkeit? Ich könnte jetzt hier durch... Nee, Moment. Alter, ich verlaufe mich schon wieder, ne? Da kam ich her. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin. Ja, genau. Also, das wollte ich jetzt nicht, aber passt. Von hier aus komme ich aufs Dach. Und hier geht's nach oben. Muss jetzt aber nicht irgendwie ein Balancier-Rätsel oder so machen, oder? Nee, nee, nee. Das, ich glaube, das kriegt ja gerade noch so hin. Also vielleicht jetzt tatsächlich. Okay, können wir irgendwas bespannern? Da war er doch. Da war er doch. Die Feuertreppe ist gleich da drüben. Mein Weg runter in die vierte Etage. Ja, aber wie erklären wir das denen hier? Keine Ahnung warum, aber diese Typen sehen beschäftigt aus. Ich sollte versuchen, mich an ihnen vorbeizuschleichen. Okay. Oha, wie soll ich das denn jetzt machen? Langsam. Ja. Ich glaube, das geht, wenn ich einfach nach vorne drücke. Ja. Falls sich jemand wundert, ich habe mich verlaufen. Okay, jetzt über den Zaun. Also wenn ihn jetzt jemand fragt, ja, ja hier, ich wollte nochmal nachgucken hier, ja, ob auch alles passt. Oh, das hat super gepasst. Hallo, ich habe gehört, hier soll ein Rohr verlegt werden oder so. Wie er aber auch die Leute erst an sich herankommen lässt, ne? Hammergeil, ey. Bei sowas geht mir das Herz auf. Das geht Ich meine, klar, wenn du jetzt, um jetzt noch mal auf den Gedankengang zurückzukommen, wenn du die Charakterstärke und das Ego hast und so weiter, aber trotzdem ist es mir irgendwie immer eine Spur zu nah, muss ich sagen. So, also wir haben jetzt hier die erhöhte Angriffskraft. Spüre ich ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen, aber okay. Ich kann ja grundsätzlich mal schauen, dass ich hier so ein paar Kombos mache. Dreieck ist schwer, oder? Viereck ist normal. Was habe ich, glaube ich, mit Kreis kann ich packen, genau. Kann ich hier nicht auch irgendwie Gegenstände nehmen? So wie Bretter oder so? Gut, das wäre vielleicht ein bisschen zu unehrenhaft. Und wir sehen ja, die sind ja teilweise sehr ehrenhaft und bleiben einfach stehen, wenn ich einen gepackt habe, wie man gerade gesehen hat. Zack, zack. Also sind sehr, sehr nett. Yakuzas halt. Die sind ganz, ganz fair anscheinend. Es sei denn, es geht um feindliche Yakuza. Da gehen die natürlich 5 zu 3 auf einen rauf. Jetzt mal an den Fall denken. Oh, hier. Nein, ich hätte was mit Dreieck machen können. Hätte ihm richtig schön die Visage polieren können. Fuck. Vielleicht beim nächsten Mal. Ey, wie bei Kingdom Hearts, ne? Diese Situationskommandos. Muss wohl was damit zu tun haben, dass das beide japanische Spiele sind. So. Warum haben wir uns nochmal vorbeischleichen wollen? Kaito-san? Oh nee. Ach so, stimmt. Da war ja was. Der echte. なんで修理してねえのにサインがいるんだよ。とにかくもう帰れって。あ、ちょっとお手洗い借りていいですか。実はさっきからお腹の調子が。 ダメだ、漏らせ。
Bin fast da, halt noch ein bisschen durch, Kaido-san. Was ist das für eine... What? Muss er plötzlich mal AA hier, oder was? Scheiß dir in die Hosen, du dummer Bastard. Richtig so. Ja. Ich hab da noch so ein paar Sachen zu korrigieren, ne? Ich hoffe, ich vergesse die nicht. Aber ich will da jetzt auch nicht nerven, weil das so spannend ist. Na? Na ja, Omae wa? Ja, dann kämpfen wir. Mir doch egal. Weißt du, was ich habe? Ich habe einen Stil extra für dich. Oh, der hat sogar... Holy shit, der hat einen Lebensbalken. Alter. Oh, und gleich ist der Lebensbalken wieder alle, würde ich sagen. Warte mal, kann ich doch bestimmt packen. Wie ist das eigentlich mit Blocken und so irgendwie? Ich kann, holy shit. Okay, das ist jetzt mal die erste große Herausforderung. Ich kann Dreieck drücken. Guck mal hier. Von Ikea, beste Grüße. Warte mal. Hat der einen doppelten Lebensbalken? So quasi, dass das Orangene auch noch was ist? Ja, ich glaube nicht. Bei den Quicktimes denke ich manchmal, ich muss genau drücken, wenn ihr einen Uhrzeigerschwung gemacht hat, einmal rum ist. Aber nein, das ist meine Zeit, die ich habe. Ja, du feiger Hurensohn. Moment. Sagt der mit dem Sofa geworfen hat. Okay, ich habe nichts gesagt. Du bist tödlich verwundet, wenn du erstochen, erschossen oder von tödlichen Angriffen von Gegnern mit tiefer Aura getroffen wirst. Tödliche Wunden können nicht durch Essen oder Heilgegenstände behandelt werden. Du musst entweder irgendwo in Kamu einen Arzt besuchen oder einen Verbandskasten nutzen. Geht das Spiel gerade davon aus, dass ich mich verletzen lasse? Wenn die X-Leiste voll aufgeladen ist, kannst du mit R2 EX-Boost aktivieren. Du bist dann schneller und die Chance von Angriffen zurückgestoßen zu werden ist geringer, da die EX-Leiste den Schaden absorbiert. Auch bei tödlichen Attacken. Außerdem kannst du durch den Wechsel zwischen Kampfstilen während des EX-Boostes so gut wie jede Bewegung abbrechen. Also ein bisschen so die Teufelsform von Devil May Cry. Gut. Ja, einfach machen hier. Ja, seht ihr da? Oh nein, nein, Dreieck. Fuck. Wie lange habe ich die Anzeige noch? Ach, ich sehe das. Da ist so ein Viereckkasten. Jetzt Dreieck, jawohl. Bam! Also wir wollen aber dann schon nochmal mit ihm reden, oder? Also so jetzt die Zähne alle komplett ausschlagen wäre ein bisschen doof, würde ich sagen. Aber ich bin mir nicht sicher, wie war das mit den Blocken? R1 vielleicht oder so? Ich hab echt Respekt, Leute, ne? Das ist unfassbar. Moment, da klingt das Handy. Das ist so fucking fassbar. Alter. Nein, nein, nein. X. Und jetzt hier. Bam. Devil May Cry. Ich hab Devil May Cry gespielt. Du kannst mir nichts. Jetzt. Nein. Ja. Oh. Und dann schön mit Magazin noch oder Schallplatte oder so. Mal, das ist geworfen, Alter. Oh, das war geil. Und extrem gruselig. Ich wäre fast verreckt. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob er jetzt noch reden mag. Und ich hatte den doppelten Schaden geskillt, Leute. Wie wären das ohne gekommen? ハムラの弁護士に頼まれて。 じゃあお前らハムラを弁護しとるっちゅうことか。あほんだら、そんなもん相手に何も喋らんぞ。その交渉ならもう済んだと思ってたよ。まださっきの続きやるか。こんな真似してただじゃすまんで。顔を覚えたさかいな。 Ja, wenn ich die Mütze absetze, erkennst du mich nicht wieder. So wie bei GTA. あたり前や。他に誰がおるっちゅうね。俺もそれを確かめてるとこでさ。あの夜何があったかははっきりさせたい。はっきりしてるやろが。羽村が久米の目えぐったんや。以上。ん？どこで？どうやって？あの店のゴミ捨て場や。あそこで殴り殺しにしたやろが。
や、少なくとも殺しの現場は別だ。それについては証拠がある。Kannst du das? Ja, ob wir das können oder nicht, erfahren wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Judgment Hall. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.